Okay, das dauert hier noch ein bisschen. Oh, na du? Kleine Katzerich, wie geht's dir? Nee, das ist nicht meine Aufgabe. Oh, warte, Mizi. Oh, oh. Scheiße, wir sind wieder auf irgendeinem Bildschirm. Oh, oh, jetzt werde ich wieder verdächtigt. Oh, schnell ein bisschen Müll rausbringen hier. Mike war irgendwo in der Cafeteria, ich weiß nicht, ich habe einfach Report-Button gespammt. Ray und Chris waren oben mit mir im Reaktor. Ach, das habe ich nicht gesehen, aber. Ja. Kalle war mit Electric und Admin. Ich habe keinen gesehen, ich gieße gerade Blumen. Also, erstmal habe ich da schon in der Cafeteria, by the way, gesehen, deswegen wundere ich mich gerade ein bisschen, weil der ist nicht hochgekommen. Also Mike und Sven waren tatsächlich die beiden, die mit mir am Anfang vom Launchpad weggelaufen sind. Ich meine, mich erinnern zu können, dass beide in diesem Y, dem umgetreten, auf jeden Fall nach oben verschwunden sind, während ich dann Richtung Locker Room Deck gegangen bin. Müsste auch Maxi noch gesehen haben und das deckt sich ja auch mit dem, was Jay sagt, dass ich da oben noch bin. Deswegen gehe ich davon aus, dass auch Sven, so wie Mike, der ja Cafeteria liegt, dass auch Sven irgendwo auf der rechten Seite der Map irgendwo liegen muss oder halt oben bei Ed. Also ich hatte Maxi gesehen noch in der Cafeteria und dann bin ich halt Greenhouse gegangen, aber da habe ich halt niemanden mehr gesehen. Also ich habe Sven nicht einmal gesehen. War bei uns unten in der Cafeteria oder nicht? Kalle, hast du gesehen, wie Dardosch hochgelaufen ist? Ja. Ich nämlich auch nicht und ich habe ihn letztens in der Cafeteria abgeseilt. Also ja, ich gut, bin hochgegangen und Dardosch und dann ja, ist wieder Dardosch. Also ich will jetzt auch dadurch aussagen, das ist ganz komisch. Alles klar, du hast mich überzeugt. Was ist denn daran komisch, wenn du mich nicht gesehen hast? Ja, weil du uns nicht hinterhergelaufen bist. Ich bin Greenhouse oben. Du kannst die Sensoren checken. Also check die Sensoren, bevor ihr mich rausschmeißt. Ich bleibe auch meinetwegen stehen oder so. Ich bin einfach hochgelaufen. Too late. Das war Timing vielleicht oder so. Ja, vielleicht war es einfach ein bisschen Timing. Aber es ist ja eigentlich meine. Nee, ist ja okay. Give it up. Baby, give it up. Mensch, heute ist ja mal richtig Pfeffer in den Folgen hier. Ja, heute ist es richtig geil. Endlich mal mit dem Besi durch. Kalle, jetzt vote doch mal, du Sau, ey. Nein. Nö, ich vote hier nicht mehr. Jetzt mach das Skip. Kalle, ich bin dich, mag dich. Ja, Kalle ist Gott, der. Kalle! Bo, wir sind echt drei dadurch schon. Aber guck mal, das spricht doch für Imposter. Also, das ist auf jeden Fall ja, ja, haben, doch, oder? Genau, also, auf jeden Fall. Ja, man sieht halt zwei Imposter dabei. Okay, gut. Wer wird denn das jetzt sein? Wird es dadurch sein? Ich habe halt ich habe nichts gesehen, nicht wirklich. Einfach nehmen. Nun, man kann schon mal falsch drücken. Da liegt oben einer im Greenhouse. Ach, da auch? Oh. Ray liegt nämlich im Electrical. Ich bin gerade oben und hätte kurz auf Report drücken können. Das habe ich ja zu spät gecheckt. Ja, aber wahrscheinlich liegt dann da eine zweite Leiche, das stimmt. Electrical ist der Generator oben, oder was? Nee. Andere Seite der Map, oben okay, rechts. Okay, für mich sind es dann Chris, Dizzy und Dalu, weil Maxi hatte mich beschuldigt, ich bin fast rausgeflogen. Ich habe dich überhaupt nicht gebotet. Ja, Moment, okay, Dizzy nehme ich aber raus. Dizzy kam gerade zu mir hoch im Reaktor, als ich am Simon Says stand. Ich weiß nicht, wo Dizzy vorher war. Aber ja, der kam Kontamination hochgelaufen, das weiß ich, weil die Kontamination hat Das ist richtig. Dizzy ging da hoch. Aber es könnte auch Dalu und Dizzy sein. Dizzy ist halt den langen Weg gelaufen. Man liegt gleich jetzt oben links oder oben rechts? Oben rechts, zwei anscheinend sogar. Also ich war gerade am Spawn und Dalu ist ins Lab gewendet. Ja, dann müsste Dardosch mich aber auch gesehen haben, wenn das passiert wäre, weil ich habe Dardosch und Dizzy gesehen. Ja. Ja, aber du verdächtigst mich ja trotzdem. Aber nee, warum? Nee, ich verdächtige nur Maxi nicht. Also ich verdächtige dich nicht effektiv, sondern ich verdächtige nur Maxi nicht. Weil ich denke, dass Maxi würde nicht als Imposter mich so voten, quasi, aber es waren zwei Imposteure, die mich gewotet haben. Aber wieso hast du mich damit reingenommen, obwohl wir beide da oben im Reaktor nicht gemacht haben? Weil ich nicht weiß, wie lange die Leichen da schon liegen. Ja, aber ich bin doch mit dir am Anfang der Runde, bin ich zu den Loks gelaufen, damit die Kontamination hoch. Ja, und das Licht ging aus, Ray kam zu Licht rein von dem Gang. Ich bin rausgegangen wieder, Ray blieb da noch drinnen und plötzlich ist er tot und es ist keiner da langgelaufen. Ja, dann würde ich Dizzy zuerst wählen. Aber das war ein Ventkill. Wer? Ray war 100%ig ein Ventkill. Hast du gerade meinen Namen gesagt, Dardosch? Ja, ich habe gerade deinen Namen gesagt. Ja, Dizzy kam können wir bitte Dardosch? Können wir? Die Kills sind also wenn Dardosch mich verdächtig glaubt. Für mich ist Mann, auch Chris Dizzy Sus seit dem letzten Vote, weil du alles klar, so ist es Chris und Dardosch. Chris und Dardosch. Moment, Maxi, warum mich? Weil du. Das war ein Ventkill. Das warst du. Aber dann muss Dardosch mich doch gesehen haben. Alter, ihr seid so lost. Dardosch! Das war clean, Alter. Das war richtig clean. Das war clean. GG. Ja, dass Dalu und Dardosch sich so angepfeift haben, das war klar. Ey, die Crew ist heute so lost. Oh, oh mein Gott.
Wobei, richtig gut gespielt, ey. Toll, Chris. Ja, super, also mit dir will ich nichts mehr spielen, das ey. Das war so ein krankes Timing gerade auch mit Kalle. Wo kamst du daher unten in Admin? Du bist da irgendwie so aus der Ecke gekommen oder sowas. Ja, du genauso. Du warst auf einmal da. Ich hab die Karte geswiped, quasi. Also nicht die Karte hast geswiped. Hast du schon wieder aufgehört aufzunehmen, Jay? Nein. Okay. Ich hab die Karte eingegeben und dann kamst du unten rechts und ich dachte so, oh, bist du gerade gerentet? Und dann genau ging der Vent auf und dann kam dadurch, der mir dann seine Zunge ins Gesicht. Aber Maxi, du hattest recht. Ich hab gewartet, bis du aus Electric rausgehst, komm aus dem Vent raus, kill Ray und geh wieder zurück.